Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier The Marsch. Wie ihr seht, das Lager füllt sich langsam hier, aber es hält sich konstant bei knapp unter 80.000. So werden wir nach und nach immer leer bekommen. Die Ecke kriegen wir leider nicht ganz weg. Ist halt so, ne? Und mal sehen, was wir nächstes Jahr machen, ob das liegen lassen oder da. Ja, könnte man auch liegen lassen und dann nächstes Mal drüber machen, ne? Dann aber nächstes Mal zumindest kein Verlust. So, ich habe einen vollen Tank, steht gerade. Wie passend. Ja, dann gehen wir rüber zur Kartoffelernte. Das ist ja um die Ecke. Ja. So ein grüner fährt noch, dann ist der andere entsprechend unterwegs. Ja, dann gehen wir kurz zum unseren Traktor und dann machen wir die auch noch leer, ne? Muss gepflügt werden. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das heißt, ja gut, pflügen können wir auch im Frühling. Also ist ja so tragisch, ist ja auch nicht. Beziehungsweise im Winter, wenn jetzt zum Beispiel noch kein Frost ist, ne? Also die Fläche wird uns nicht umbringen. Sag mal von der Größe her. Das werden wir auch noch schaffen. Muss ja jetzt nicht sein. Beziehungsweise nicht gleich. Laut Vorhersage meldet er für nur leichten Frost, also wenn überhaupt. Und dann wieder Plusgrade, also es könnte sein, dass wir überhaupt gar nicht dass wir durcharbeiten könnten, ne? Also pflügen geht auf jeden Fall, wenn kein Frost ist, und das andere wird sich finden. Vielleicht können wir hier auch mit Gärreste düngen, ne? Das klappt ja auch ganz gut, ne? Vorher. Helfer Joey, oh, wie heißt der hier, ne? Vollen Tank. Steht mal richtige Reihenfolge. Also, wird dann nächstes Mal nicht so gut stehen. Oh, gut. Erstmal haben wir das erste Mal ganz gut, ne? Oh, mach rein, Junge, mach rein. Wir haben noch Platz. Bisschen. Die besten Kartoffeln aus dem norddeutschen Raum. Die haben wir hier. Und nur weil bei uns zu Hause keine Karte gibt, wo ich herkomme. Ja, guck mal hier, gut mit Gäres und Düngen wäre gut möglich, ne? Also. Bevor wir hier umflügen, mal sehen. Das könnte man ja im Winter anfangs mal einstellen. Da können wir auch die Brauerei voll laufen lassen. Und, ne? Da kann man vieles noch machen. Holz müssen wir machen ein bisschen, also dass wir die Palettenproduktion wieder hochschrauben, ne? Da muss noch etliche Bäume dran glauben. Da müssen wir im Frühjahr ein paar auspflanzen. Wieder um die 200 Stück. Klingt nicht viel, aber wir brauchen lange zum Wachsen, ne? Die Bäume können wir leider nicht so viel. Man könnte aber auch Hackschnitzel mit Dings anpflanzen. Na, wie heißt das gleich? Jetzt aber, ne? Jetzt aber. Das ist verkehrt. Speichern. Ja, das Sand. Mischgetreide, Dinkel, Ding, Ding. Die Frucht hier nicht bei, wie sie heißt. Einfalls hier zum Heizerzeug hier. Ja. Das kann ich jetzt schon. Heizt doch mal gleich, Mensch. Aber ihr wisst, was ich meine, sicherlich, ne? Kann man nach Holland ernten. So ein Weidenholz hier. Und da können wir auch die Dinger liefern, hier unsere Hackschnitzel für. Wir müssen später Papier herstellen und Kartons. Aber
Das dauert noch eine Weile. Ganz lange. Jetzt habe ich einen vollen Tank. Also Kartoffeln haben wir viele geerntet, also. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, habe ich mal weniger gehabt. Naja. Wahrscheinlich werde ich da Mais einpflanzen. Wahrscheinlich Mais. Das bietet sich eigentlich an, ist dicht am an der BGH und man könnte da ganz gut hinkommen, ne? Wenn es die Fruchtfolge passt. Das war ja zu knapp kalkuliert, ne? Wollte ganz dicht vorbeifahren, ne? Ich brauche noch dringend Geld für die für den Schlachthof, also ganz wichtig. Also die Schweine sind garantiert im März soweit. Und jetzt haben wir Winter, jetzt haben wir 3 Tage Winter und dann kommt garantiert ja, ne? Frühling, ne? Wie immer so ist, noch im Winter, ne? Ja, und dann will man sehen, ob wir Geld bekommen, ne? Also genügend Geld. Ich meine, die BGH wird sicherlich einiges bringen. Also das ist, sieht gut aus. Und Malzfabrik noch bauen. Ja, läuft noch, alles gut. Kartoffeln verkaufen sicherlich auch noch. Ja. Oh, Vollgas, Vollgas, Vollgas. Das noch mal ausnutzen, so stehen bleibt hier. Ne? Sonst müssen wir wieder andrängeln hier. Ja, das ist, ist einfach. Wie soll ich sagen? Ne? Der LKW ist so hoch. Aber gut. Wissen wir eigentlich. Jo. Steigen wir aus, ne? Mal verkeilt. Stelle. Läuft ja hier. Ja. So der Plan, ne? Im Frühjahr muss das Ding stehen, der Schlachthof. Und dann muss man sehen, ob wir irgendwo Schweine verkaufen können, ne? Also beziehungsweise anliefern und dann das Fleisch verkaufen, ne? Natürlich hoffe ich, dass die Brauerei entsprechend Geld bringt. Ja, mal schauen, ne? Natürlich kann es sein, dass nicht so viel Geld bringt, weiß ich nicht genau. Was kostet eigentlich Bier jetzt? Bier, Sahne, Joghurt, das alles haben, oh je. Aber Sahne, Joghurt, da können wir darüber nachdenken, wenn nächstes Jahr die Kühe soweit sind. Holzstamm haben wir hier nicht, Freund. Schweineprodukte, Wurst hier 2,9, oh, und Edikats 3000. Hühnchen, der Hühnchen haben wir keine. Lammfleisch, Schweinefleisch, 2,6, 2, 2, 4, Rindfleisch, 2,6, 3. Normalerweise Rindfleisch teurer als Schweinefleisch. Käse, graue Steine, achso, Baumarkt. Zement, Papier, Papier brauchen wir als Lieferung. Bier kostet Bier fast 2000. Und Bierkasten auch so 2000. Aldi, ach, Aldi zahlt am meisten. Hm, das ist gut. Ja, mal schauen mal, ne? Also Bier ist schon soweit. 2000. Da lohnt sich das schon, ne? Dann machen wir aus Wasser. Weizen, Gerste, Malz und Paletten. Gutes Geld.
So, das Ding läuft weiter. Versuchen wir gleich den anderen wieder abzupacken, ne, bevor er müssten wir auch so auch kriegen normalerweise. Da könnte andere stören, aber mal gleich wegnehmen. Brrr, halt an du! Das ist ein Trampel, du! Und er meckert er wieder, ist voll und kommt nicht entsprechend zurück. Dann müssen wir halt stehen lassen, ne? Oh, der muss wegfahren. Der hat einen lang großen Ausleger. Da muss ich Platz machen. Oh, der ist auch wieder voll, ne? Der hat ja voll gemacht nebenbei. Können wir jetzt zurückfahren? Leider kann man nichts anhängen, ne? Keinen zweiten, ne? Das geht nicht. Aber den kann man aufwerten, auf einen höher. Auf 47.000. Ob der dann ausreichend ist, ne? Weiß ich nicht. Das gefällt mir ja so, ne? Ich meine, bei Kartoffeln sind die nicht ganz so tragisch, aber Getreide ist es ganz schön. Aber der Getreide wäre ein bisschen zu klein, ne? Für die weiten Strecken. Ja, die Schweine. Machen wir das nächste Mal machen, ne? Für den späten, frühen Winter. Dann haben die Ernte auch geschafft. Hackschnitzel haben wir auch noch ein bisschen was. Quatsch, Hackschnitzel. Nein, das haben wir auch, aber wir haben noch ein bisschen Zuckerrübenschnitzel hier. Können wir noch einige Tausend verdienen im Winter. Um die nächsten Produktionsdinger zu bauen, kaufen und bauen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man die Dinger platzieren kann, so wie jeder möchte im Prinzip, und muss man sich dann nicht entsprechend so annehmen, wie das dann vorgebaut wurde. Ne? Andersherum, wenn man das so nehmen müsste, wie es ist, dann wäre es auch so, ne? Dann wäre es so, ne? So, der nächste wäre 80%. Der eine hat ja nicht viel, ne? Ja, der ist zu hoch. Das ist das Problem eigentlich. Also Kartoffeln werden wir nächstes Mal nicht machen, dann machen wir nur Zuerrührung. Wir müssen nur schauen, wie wir am besten hinkriegen, dass wir die dahin transportiert kriegen. Weil Zuckerrüben kriegst du da nur einzelne kleine dran, ne? Also kriegst du ja mit einem Zweierachser nicht hingehängt. Also mit einem LKW komme ich da nicht hin, mit einem Zweitanhänger, da wird nichts. Oder ich brauche so lange dafür, dass ich auch nicht entlohnt werde. Ich kann aber allein fahren, ne? Ja, wir können auf 5 gehen, ne? Oder nicht? Na, jetzt ist auch egal. Nur wenn die BGH jetzt voll wäre. Gucken, links, rechts. Der steht günstig. Das passt mir sogar. Dann können wir gleich hier noch nacharbeiten durchführen. Machen wir heute mal fertig, ne? Nächste Woche keine Kartoffeln mehr sehen. So.
So. Wir können gleich den nächsten nehmen hier und leer machen und dann haben wir es auch fast geschafft. Lauf, 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 lauf. Ja. Den groß genommen hätte mit 30.000 Liter besser gewesen. So. Dann werden wir gleich mal den anderen nehmen und nacharbeiten hier. So. Das ist cool, wenn es funktioniert, ne? Der eine macht den Kauf weg und der andere wird dann macht wo die Kartoffel Erde raus, ne? Kann sich jeder vorstellen, was das für ein Fleiß ist, immer natürlich Teile. Erde und sandiges Zeug, das ist das braucht ja enorme Verschleißteile hier. Kannst du alle Jahre neu machen, ne? Austauschen. Aber da musst du ja rentieren und dann hast ja, kannst ja mit einer Person entsprechend viel ernten, ne? Wer der andere überhaupt schon? Ja. Ja. Na, wird so nix. Na, die Folge war noch fertig. Kurz hier wegfahren und ganz kurz. Ah, na, sie juckt. So. Der Helfer. Ich mache den oben Rest, den roten. Ja, das wird heute noch fertig kriegen hier. Dann haben es geschafft. So, ist ja gar nicht. Kriegen wir Regen oder was? Die Nase juckt. Ja, wir machen hier das Kartoffel fertig und haben es geschafft. Dann kann keiner mehr sehen. Also für das kleine Feld, in Anführungszeichen, den ganzen Tag. Gehen wir um 8, 5. Im Grunde ist es egal, aber es ist. Aber das nächste Mal schon eingestellt haben. Beim nächsten Mal ist es fertig. Dann geben die Geräte zurück. Machen wir heute nicht mehr. Und dann könnten wir hier noch flügen. Theoretisch. Machen wir auch nicht. Da werden wir die Brauerei noch beliefern. Mit Hopfen und mit Getreide. Und Malz nochmal kaufen, notfalls. Wir werden die Rüben verkaufen. Quatsch, die Kartoffeln verkaufen. Wir werden mal ganz groß mal schauen, wo wir am besten kriegen. Und ja, dann haben wir es. Hoffen wir das Geld für den Schlachthof, ne? Oder zumindest für die Malzfabrik. Schweine müssen wir sorgen nächstes Mal, Schweine, Kühe, also sobald es früh um 18 Uhr ist, also nachts und dunkel ist, haben wir die Schweine versorgen. Wenn wir mal bei 15 spielen, ne?
Hier haben wir noch was zu stehen, hier ein paar Kartoffeln. Die nehmen wir auch noch mit. Nicht viel, aber ein paar, ne? Aber das sind glaube ich keine, da sind nur Stoppeln. Das sind doch so ein paar sind noch drin, ja, irgendwie. Siehste, fertig, Jungs. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir sind mit durch. Runde, ne? Ja, nächste Woche geht es weiter mit Kühen versorgen, mit Schweinen versorgen. Oder ist Objekt, kein Objekt, nur Jeff. Ja, Schweine versorgen, Schweine umstallen vielleicht, Stall kaufen, aber dann einen größeren, muss ich mal noch Geld sehen. Ja, ansonsten Kartoffeln verkaufen, BGH beliefern, vor allem die anderen BGH, muss noch ein bisschen gucken wegen Silageballen, den Rest, ne, und dann sehen wir weiter. Dann nochmal tschüss und ciao. Ja, wann sitzt ihr dann wieder? Vielleicht, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge. So, ja, für euch morgen, für mich ist es eine Woche. Tschüss.